Schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel des FC St. Pauli gegen den 1. FC Kaiserslautern. Endstand 2:3. Ich begrüße hier auf dem Podium neben mir unseren Gästetrainer Kosta Runjalic und unseren Trainer Roland Brabetz und bitte Herrn Runjalic jetzt um sein Statement zum Spiel, bitte. Ja, ich glaube, wir haben heute ein hochklassiges, intensives, emotionales Spiel erlebt. Beide Mannschaften haben sich keine Geschenke gemacht. Sie haben nach vorne gespielt, sie haben versucht, das Spiel zu gewinnen und wir sind in Rückstand geraten, sind aus meiner Sicht dann auch gut zurückgekommen und mit dem Anschlusstreffer waren wir dann auch noch ein Stück weit sicherer im Spiel und wollten in der zweiten Halbzeit natürlich weiterhin nach vorne spielen und versuchen, Druck auszuüben und den nächsten Treffer zu setzen. Das ist uns gelungen. Was uns dann weniger gut gelungen ist, viele Situationen, die wir dann hätten noch besser zu Ende spielen können und dann aus dem 1:2 noch ein 1:3 zu erzielen. Und ja, Pauli war aber auch immer gefährlich, immer präsent und wir haben sehr gute Fußballer in ihren Reihen. Sie wurden von ihren Fans nach vorne gepeitscht und ja, nach dem 2:2 hatte ich irgendwo immer noch daran geglaubt, dass das irgendwas möglich sein könnte und ich wusste aber nicht, wie und wann das passiert und ja, dann ist etwas geschehen, was wir diese Saison noch nicht hatten. Ja, in allerletzter Sekunde sehr, sehr glücklich natürlich in Unterzahl noch das Spiel hier richtig gedreht und gewonnen. Muss meine Mannschaft ein großes Kompliment machen. Es war unglaublich zu spüren, welchen Willen sie in diesem Spiel hatte, wie viel Arbeit und Teamarbeit heute dahinter gesteckt hat. Das werden wir sicherlich dann auch an den Zahlen erkennen, aber es war einfach grandios, was die gemacht haben. Aber es war auch natürlich grandios, hier zu spielen, wie die Zuschauer ja, ihre Mannschaft angefeuert haben. Das war auch bemerkenswert und besonders und ich glaube, wir haben heute für unsere Zuschauer wiederum, die auch zahlreich hier erschienen sind, ein großes Geschenk gemacht, weil sie haben auch in den letzten Wochen auch genauso wie wir viele Rückschläge erlitten und sind genauso wie wir auch voll dabei und heute konnten wir sie auch beschenken und das natürlich fühlt sich gut an. Ich wünsche euch und ich bin mir sicher, dass die Saison noch nicht entschieden ist. Genauso viel Erfolg wie uns auch. Und ja, das war's. Gut, Renat, vielen Dank. Roland, bitte dein Statement zum Spiel. Ja, ich muss aufpassen, was ich jetzt sage und wie ich sage. Und bin mit einigen Entscheidungen heute nicht einverstanden. Mehr als nicht einverstanden. Finde ich sehr fragwürdig und deswegen muss ich mich, wie gesagt, sehr kontrollieren, wie und was ich jetzt sage und deswegen werde ich es auch ganz kurz halten. Wir haben 3:2 verloren auf eine bittere Art und Weise in der letzten Sekunde des Spiels. Das ist bitter. Ansonsten, denke ich, haben wir versucht, dagegen zu halten, alles reinzuwerfen in dieses Spiel. Es war sehr emotional, es war packend, mit einem ganz spannenden Torverlauf. Ich denke, alle, die diesem Spiel zugeschaut haben, sind auf ihre Kosten gekommen. Bis auf wir natürlich dann am Ende und ich denke, wir haben unglücklich verloren am Ende. Das ist eine frustrierende Niederlage mit der Art und Weise, wie sie zustande gekommen ist. Und mehr möchte ich gar nicht sagen, weil sonst wird es für mich bitter dann. Dankeschön.